Sie sehen zum ersten Mal in ihrem Leben die Sonne. If you'll be mine, I'll be yours. If you'll be mine, I'll be. Nach Jahrzehnten im Versuchslabor sind dies die ersten Schritte der Schimpansen in Freiheit. If you'll be mine, I'll be yours. Die haben sich umarmt, als würden sie sagen, endlich frei. Und dann haben sie gelacht. Man stellt sich vor, man ist 30 Jahre lang in einem Aufzug eingesperrt. Und dann öffnet sich nach 30 Jahren die Türe des Aufzuges. Und dann ist man mit Freunden und sagt, ich kann es nicht fassen. If you'll be mine, I'll be yours. If you'll be mine, I'll be yours. Sie haben Menschen nur in Kleidungen gesehen, so Schutzkleidungen, die an Raumanzüge erinnert haben. Sie hatten keinerlei Kontakt. Sie haben nicht klettern gelernt, weil sie sind ja als Babys ins Versuchslabor gebracht worden. Und jetzt auf einmal konnten sie hinaus. Die meisten der 38 ehemaligen Laboraffen haben ihr ganzes Leben hinter Gittern verbracht. Seit 2002 bekommen sie im österreichischen Gensandorf ihr Gnadenbrot und wurden hier ganz langsam auf ein Leben in Freiheit vorbereitet. Und dieser Augenblick war für Mensch und Tier gleichermaßen einzigartig. Ich habe eine Schimpansin gesehen, die ganz fasziniert einen Schmetterling angeschaut hat. Den kannte sie damals als Kind im Dschungel. Und jetzt auf einmal sieht sie wieder einen Schmetterling. Und die Affen, die im Versuchslabor geboren wurden, entdecken das zum allerersten Mal. Die Luft, das Gras, die Freiheit. Mine, I'll be yours if you'll be.